Wow, was für ein Mysterium. Wie kann es so umwerfend sein? Oh, dachtest du, ich rede vom Weltraum oder so? Nein, ich bestaune unseren Körper mit all seinen Wundern. Jede Sekunde laufen in deinem großen Gehirn 100.000 chemische Reaktionen ab. Atmen, blinken, Muskeln bewegen und deinen Körper wie eine Marionette kontrollieren. Dein Gehirn ist rund um die Uhr beschäftigt. Das menschliche Gehirn ist eine komplexe Maschine, die zum größten Teil, etwa 70%, aus Wasser besteht. Deshalb wird der Verzicht auf Wasser eher zum Problem als der Verzicht auf Nahrung. Bei einem durchschnittlichen Menschen werden im Laufe seines Lebens 965 Kilometer Haare wachsen. Das ist ungefähr die Entfernung von New York City nach Dayton, Ohio. Eine sehr haarige Entfernung. Diese rosa, matschig aussehende Membran im inneren Augenwinkel ist ein Überbleibsel der Evolution. Es war ein drittes, blinzelndes Augenlid. Viele Tiere haben es immer noch, wie Vögel, Reptilien und Katzen. Auch die Gänsehaut blieb von der Evolution übrig. Früher haben sie unseren viel haarigeren Vorfahren, die in Dayton, Ohio lebten, geholfen, größer und furchterregender auszusehen. Genau wie das Haar einer Katze, das sich aufrichtet, wenn sie das Gefühl hat, sich schützen oder jemanden verscheuchen zu müssen. Du kannst nicht im Weltraum rülpsen. Versuch es. Du kommst nicht in den Weltraum? Dann vertrau mir. Rülpsen passiert, wenn sich im Magen Flüssigkeit von Gas trennt. Und das geschieht nur dank der Schwerkraft. Das Herz pumpt das Blut mit einem solchen Druck, dass es das Blut bis in den vierten Stock eines Gebäudes befördern könnte. Und es dauert 45 Sekunden, bis dein Blut vom Herzen durch den ganzen Körper zurück zur Heimatbasis gepumpt wird. Außerdem pumpt es an einem einzigen Tag 7600 Liter des Stoffes. Das ist fast so viel, wie ein Betonmischerwagen fassen kann. Informationen bewegen sich mit einer Geschwindigkeit von etwa 320 km pro Stunde entlang der Nerven, wobei sie innerhalb von Millisekunden von einem Ort zum anderen gelangen. Und deshalb kannst du deine Hand so schnell zurückziehen, wenn du aus Versehen das heiße Pizzablech berührst. Dein Gehirn verfügt über 86 Milliarden Nervenzellen, die sich zu 100 Billionen Verbindungen bilden. Zum Vergleich, unsere Milchstraßengalaxie enthält nur etwa 300 Milliarden Sterne. Die schnellsten Muskeln des Körpers befinden sich im Auge. Der Lidschlag eines Auges dauert etwa ein Zehntel Sekunde. Das machst du 20.000 Mal am Tag. Erwachsene blinzeln im Durchschnitt 15 Mal pro Minute, aber Babys tun dies nur ein- oder zweimal pro Minute. Der Grund dafür ist den Wissenschaftlern noch unbekannt. Also fordere kein Baby zum Starren heraus. In deinen Füßen befinden sich 250.000 Schweißdrüsen und sie produzieren an einem einzigen Tag etwa ein Glas Schweiß. Riechen deine Füße? Eigentlich macht deine Nase den Geruch. Deine Füße stinken einfach. Der Geruchssinn eines Hundes kann bis zu 100.000 Mal stärker sein als der eines Menschen. Aber wir können trotzdem noch eine Billion verschiedener Gerüche unterscheiden. Der natürliche Geruch deines Körpers ist absolut einzigartig. Außer wenn du einen Zwilling hast. Nach der Geburt haben viele Babys blaue Augen, die mit der Zeit dunkler werden. Das liegt daran, dass die Menge an Melanin, das Pigment, das deinen Augen, Haaren und deiner Haut ihre Farbe verleiht, während der ersten Jahre allmählich zunimmt. Neugeborene sehen die Welt in schwarz-weiß und auf dem Kopf stehend. Die Fähigkeit, Farben zu unterscheiden und das Bild umzudrehen, kommt erst später. Ihre Augen brauchen einige Zeit, um sich zu entwickeln, aber die Größe der Augen eines Babys ist ungefähr so groß wie die eines Erwachsenen. Deine Nase und Ohren hören im Laufe deines Lebens nie auf zu wachsen. Traurig, aber wahr. Wir haben zwar zwei Nasenlöcher, aber sie funktionieren bei 85% der Menschen nicht gleichzeitig. Die Luft bewegt sich durch das eine oder das andere und dieser Nasenzyklus ändert sich im Laufe des Tages. Erröten wird durch einen Adrenalinschub verursacht. Und wenn deine Wangen erröten, errötet auch dein Magen. Eine Person produziert in ihrem Leben genug Speichel, um zwei Schwimmbäder zu füllen. Das ist eine Menge Spucke. Die Zunge besteht aus 8 miteinander verflochtenen Muskeln. Ihre Struktur ähnelt dem Tentakel eines Tintenfisches oder dem Rüssel eines Elefanten. Trotz dem allgemeinen Glauben ist die Zunge nicht der stärkste Muskel im menschlichen Körper. Das ist der Kiefermuskel. Ein menschlicher Biss entspricht einer Kraft von 90 Kilogramm. Das ist zwar weniger als bei Alligatoren und Haien, sie erreichen eine Kraft von 450 Kilogramm, aber es ist immer noch mehr als ein Piranha. Genau wie deine Fingerabdrücke ist auch dein Zungenabdruck bei jedem Menschen einzigartig. Außer dem Menschen gibt es kein anderes Lebewesen auf der Erde, das ein Kinn hat.
Sogar unsere Affenverwandten wie Gorillas und Schimpansen haben keins. Und Wissenschaftler fragen sich immer noch, warum das so ist. Aber wo sonst sollte unser Bart wachsen? Apropos Männer, ist dir schon mal aufgefallen, dass manche Männer braune Haare, aber einen roten Bart haben? Das liegt daran, dass sie nur eine Kopie des MC1R-Gens haben. Hat eine Person zwei Kopien dieses Gens, ist sie vollständig rothaarig. Wenn du Musik hörst, beginnt dein Herz im Rhythmus des Liedes zu schlagen. Deshalb sagt man, dass klassische Musik gut für dich ist, weil sie dein Herz langsamer schlagen lässt und deine Nerven beruhigt. Der menschliche Körper enthält genügend Blutgefäße, um die Erde viermal zu umhüllen. Ohne deinen kleinen Finger wäre dein Griff nur halb so stark. Der kleine Finger scheint zwar der Schwächste zu sein, aber er ist derjenige, der die ganze Hand zusammenhält. Die Chromästhesia ist ein Phänomen, bei dem Menschen einen Ton hören und eine Farbe sehen können. Bei vielen berühmten Musikern ist das so. Die Hornhaut des Auges bekommt Sauerstoff direkt aus der Luft, weil sie nicht durchblutet wird. Die Fingernägel deiner dominanten Hand wachsen schneller. Und deine Fingernägel wachsen schneller als deine Zehennägel. Es hat damit zu tun, wie oft du deine Finger benutzt. Also je öfter du sie benutzt, desto schneller wachsen sie. Die menschlichen Fingerspitzen sind so empfindlich, dass sie selbst bei einer Tiefe von nur 13 Nanometern Rillen in einem Objekt spüren können. Zum Vergleich, ein Nanometer ist ein Millionstel Millimeter und ein Millimeter entspricht etwa der Länge eines Sandkorns. Wie feinfühlig! Neueren Untersuchungen zufolge ist der Blinddarm keineswegs sinnlos. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass er gute Bakterien speichert, die sich positiv auf die Gesundheit des Immunsystems auswirken. Ähnlich verhält es sich mit den Mandeln, aber du kannst ohne die beiden leben. Ein erwachsenes Skelett besteht aus 206 Knochen, von denen der Oberschenkelknochen der stärkste ist. Er kann das 30-fache des Körpergewichts einer Person aushalten. Aber wir werden alle mit 300 Knochen geboren. Einige verschmelzen mit zunehmendem Alter miteinander, sogar noch bis ins frühe Erwachsenenalter. Wenn jemand deinen Mittelzeh berührt, während deine Augen geschlossen sind, kannst du wahrscheinlich nicht erkennen, welcher Zeh berührt wird. Versuch es und lass mich wissen, ob du jeden Zeh spüren kannst. Laufen und Gehen wären eine große Herausforderung ohne den großen Zeh. Er ist der wichtigste, denn er trägt 40% des Körpergewichts. Wenn du in den Weltraum kommst, kannst du bis zu 5 cm größer werden. Der Schwerelosigkeit ist es zu verdanken, dass sich die Bandscheiben zwischen den einzelnen Wirbeln ausdehnen. Hier auf der Erde werden sie zusammengequetscht. Während du dir diese Fakten anhörst, werden 50.000 Zellen in deinem Körper durch neue ersetzt. 7 Oktillionen ist die Anzahl der Atome, aus denen der durchschnittliche erwachsene Körper besteht. Das sind 7 Milliarden Milliarden oder 7 gefolgt von 27 Nullen. Tomaten haben 7000 Gene mehr als der Mensch. Das zeigt, dass mehr nicht immer besser bedeutet. Aber vielleicht saftiger? Eine Raupe hat mehr Muskeln als du. Wir haben etwa 650 und sie haben 4000. Auch hier gilt, Zahlen sind kein Maß für Kraft. Der Schweiß von uns Menschen ist eigentlich geruchlos. Es sind die Bakterien auf unserer Haut, die mit dem Schweiß in Wechselwirkung treten und einen Geruch erzeugen. Jeder Mensch hat die gleiche Anzahl von Fettzellen, egal wie dünn oder dick sie sind. Diese Zellen werden einfach größer oder kleiner. Du kannst sie nicht mit Diät und Bewegung loswerden. Der Mensch hat die gleiche Anzahl von Körperhaaren wie ein Schimpanse. Gut, dass die meisten von uns zu dünn sind, um sie zu sehen. Allerdings wäre ein dickeres Fell im Winter schön. Besonders in Dayton. Wie auch immer. Wenn du heute etwas Neues erfahren hast, dann like dieses Video und teile es mit einem Freund. Und dann schau dir noch ein anderes cooles Video an. Klicke nach links oder rechts und bleib auf der Sonnenseite des Lebens.